Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss Ihnen sagen, ich wurde selten von einem Gesetzesverfahren so enttäuscht wie von diesem. Auf der einen Seite beinhaltet das Gesetz die dringend notwendige Reform des Adoptionsrechts, was dem Wohl der Kinder und der Familien dient. Dazu wurde schon viel Richtiges gesagt. Und den Teil des Gesetzes finden wir Grünen begrüßenswert. Aber dieses Gesetz betrifft völlig verfehlt auch lesbische und bisexuelle Frauenpaare, bei denen ein Kind in die eigene Familie geboren wird. Wenn beide mutterrechtlich Eltern werden wollen, dann bleibt zurzeit nur die Stiefkindadoption. Damit trifft dieses Gesetz die Regenbogenfamilien hart. Das dient mitnichten dem Kindeswohl. Was bedeutet das konkret? Eine Zwei-Mütter-Familie bekommt ein gemeinsames Kind, und das in diese Beziehung hineingeborene Wunschkind kann von der Co-Mutter nur adoptiert werden, nachdem das Paar eine Zwangsberatung zur Adoption hat über sich ergehen lassen müssen. Und ich sage Ihnen, schlimmer geht's kaum. Für Frauenpaare mit ihren Kindern ist das eine drastische Verschlechterung und verschärft die bestehende Diskriminierung von Regenbogenfamilien weiter. Und das geht nicht. Sie von der Union, gestern haben Sie sich alle im Ausschuss weggeduckt bei dieser Debatte. Ich sage Ihnen, es ist wirklich schwer erträglich, mit welch ignoranter Haltung Sie Zwei-Mütter-Familien in einem Wunschkind wie Familien zweiter Klasse behandeln. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung einer CDU-Kollegin? Nee, ich erlaube keine Zwischenfrage. Sie können ja unseren Anträgen zustimmen und Sie können nachher auch noch was dazu sagen. Ich sage Ihnen aber, wir sind viel von Ihnen gewöhnt. Aber dass Sie in so einem Maße in Familien eingreifen wie jetzt und dass diesen Familien, den Regenbogenfamilien, aufbürden wollen, damit verlieren Sie, finde ich, an Glaubwürdigkeit. Das ist keine fortschrittliche Familienpolitik. Und das haben auch die Expertinnen in der Anhörung bestätigt. Eine weitere Diskriminierung für Zwei-Mütter-Familien wurde von einigen sogar als verfassungswidrig bezeichnet. Und genau diese Diskriminierung wollen Sie heute beschließen. Ich sage Ihnen, das ist entwürdigend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anstatt Frauenpaaren selbstverständlich die automatische Anerkennung der Elternschaft zu gewähren, könnte sich der Adoptionsprozess jetzt sogar noch weiter verlängern. Und das ist fatal. Es muss doch klar sein, dass Rechte von Kindern in allen Familien gleich gelten müssen. Wir Grüne fordern die Änderung im Abstammungsrecht schon lange. Ich habe 2018 hier für meine Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht, der vor kurzem abgelehnt wurde. Aber Zwei-Mütter-Familien brauchen die Abschaffung der würdelosen und diskriminierenden Stiefkindadoption. Also machen Sie es endlich! Und schon in der letzten Wahlperiode hat der Arbeitskreis Abstammungsrecht im BMJV klar empfohlen, die Situation von Co-Müttern in Deutschland gerecht zu ändern. Mittlerweile gab es 3 SPD-Justizministerinnen, aber immer noch kein Gesetz. Wissen Sie, wie viele Frauenpaare mit Kindern auf dieses Gesetz warten? Ich appelliere daher an die Justizministerin, jetzt schnell zu handeln. Und an Sie von der Union appelliere ich. Stimmen Sie unserem grünen Änderungsantrag zu und lassen Sie uns die Schikane in diesem Gesetz heute beenden. Sonst können wir nur auf den Bundesrat hoffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulle Schaus.